Hallo, ich bin Katharina Mosel von der Anwaltskanzlei Linden und Mosel in Köln. Ein Ehepartner haftet nicht für die Schulden des anderen. Das mag Sie vielleicht zunächst erstaunen, ist aber richtig. Viele Menschen denken, dass, wenn sie verheiratet sind, sie automatisch auch für die Schulden des Ehepartners haften müssen. Das ist aber falsch. Man haftet tatsächlich nur dann, wenn man entweder selber den Kreditvertrag mit unterschrieben hat oder wenn man für den Kredit des Ehepartners gebürgt hat. Darüber hinaus gibt es eine kleine Ausnahme von dem Haftungsgrundsatz. Das betrifft die sogenannten Haushaltsgeschäfte. Stellen Sie sich also vor, Sie leben mit Ihrem Ehemann in einer intakten Ehe und ein Haushaltsgerät geht kaputt, die Waschmaschine zum Beispiel. Wenn dann jemand die Waschmaschine zur Reparatur gibt und die Rechnung nicht bezahlt wird, dann haftet der andere. Oder wenn das Auto kaputt geht. Auch das ist ein Geschäft im Rahmen des täglichen Lebens des Haushaltes. Ansonsten haften Ehepartner nicht für die Schulden des anderen. Ich bin Katharina Mosel von der Anwaltskanzlei Linden und Mosel in Köln.